Servus und herzlich willkommen bei Vulkan TV. Schön, dass Sie wieder zu unserer aktuellen Sendung eingeschaltet haben. Heute präsentieren wir Ihnen wieder spannende Themen aus der Region und das gibt's für Sie zu sehen. Gedenkfeier, Lichtermeer am Soldatenfriedhof in Mühldorf. Genussvoll, junge Steirer kochen kreativ in Bad Gleichenberg. Gemeinsam, Visionspräsentation in Riggersburg. Innovativ, Aktionstage bei Müllerglas in Wildon. Hilfe, ein Jahr Männernotruf Steiermark. Ihre Meinung, eine neue Folge von Schnöck fragt. Einzigartig, auf Schleichwegen unterwegs. Über 400 Kerzen, ja so viele Lichter wurden am Soldatenfriedhof in Mühldorf entzündet. Denn dort beging man am Vorabend zu Allerheiligen eine Gedenkfeier zu Ehren der Gefallenen der beiden Weltkriege. Erfahren Sie mehr zu diesem lichtreichen Ereignis im folgenden Beitrag. Der folgende Beitrag wird Ihnen gewidmet von der Gemeinde Mühldorf bei Feldbach. Mehr als 400 Lichter sorgten für eine feierliche Stimmung am Soldatenfriedhof in Mühldorf. Unter tatkräftiger Mithilfe des Kindergartens Mühldorf trafen sich Vertreter des österreichischen Kameradschaftsbundes Feldbach gemeinsam mit Gemeindebürgern, um mit einer Gedenkfeier die gefallenen Kriegssoldaten zu ehren. Na, diese Aktion war voriges Jahr das erste Mal anlässlich der Sanierung dieses Soldatenfriedhofes, wurde vom ÖKB durchgeführt und heuer haben es wir durchgeführt, weil der ÖKB sich ja diese Aktion nicht immer leisten kann. Und ich hoffe, dass in Zukunft in weiterer Folge auch jährlich diese Aktion seitens der Gemeinde im Einvernehmen, vielleicht mit dem Kindergarten, weil auch die Jugend soll aufmerksam gemacht werden, auf diese Ereignisse durchgeführt werden wird. Nach der Lichtersegnung durch Dächern Friedrich Weingartmann waren es die Kindergartenkinder, die das Licht als Symbol des Lebens an die Gräber der 1673 Kriegsgefallenen trugen. Wir haben versucht, den Kindern zu erklären, dass diese Gräber eben sonst von niemandem besucht werden, weil das einfach schon lange her ist oder es gibt keine Verwandten mehr oder die von Russland oder von Amerika könnten nicht da sein. Und die Kinder waren sehr begeistert, da an dem Licht anzünden und am Licht werden lassen. Mit dem Entzünden der Lichter möchte die Gemeinde Mühldorf ein Zeichen setzen. Die Folgen von Kampf und Krieg sollen in den Vordergrund rücken und zum Nachdenken anregen. Oftmals sind es auch persönliche Erlebnisse und Erinnerungen, die zur Beschäftigung mit diesem Thema beitragen. Ich glaube, es denken auch im Ausland die Leute noch an die gefallenen Soldaten und es ist wichtig, dass man denen gedenkt. Tragt in die Welt nun ein Licht, so lautete das Abschlusslied der Kindergartenkinder, das gleichzeitig auch einen wichtigen Auftrag darstellt. Ja, weil es genau das auf den Punkt bringt, dass wir eben ein Licht anzünden, damit es heller werde hier auf Erden und alle Menschen Freunde sind. Wir wünschen uns ja nicht, dass es wieder einen Krieg gibt, sondern dass wir wirklich in Frieden miteinander leben können. Und so soll die Botschaft des Lichtermeeres am Soldatenfriedhof Mühldorf im Kerzenschein weit über Feldbach hinaus strahlen, um den Gefallenen, die im Krieg ihr Leben lassen mussten, nicht nur an Allerheiligen zu gedenken. Zahlreiche international renommierte Köche haben in Bad Gleichenberg die Weichen für ihre Karriere gelegt. Und gerade deshalb organisierten der Circle des Chefs einen Kochwettbewerb, bei dem die Jungköche im Mittelpunkt standen. Junge Steirer kochen kreativ. Unter diesem Motto fand in der Landesberufsschule in Bad Gleichenberg der traditionelle Kochwettbewerb zum 12. Mal statt. Ziel ist, das Niveau der Köche zu heben und auch den Respekt und die Sensibilität für die heimischen Produkte zu stärken. Es ist auch der Sinn und Zweck des Wettbewerbes, die Qualität zu steigern, der Küche überhaupt in der Steiermark, die steirischen Produkte hervorzuheben, regional zu kochen und schauen, was unser Nachwuchs bis 26 Jahre fähig ist zu leisten. Die Aufgabenstellung des Veranstalters Circle de Chef war klar. Aus den Produkten der steirischen Genussregionen hatte jeder der 13 Teilnehmer bis zum Alter von maximal 26 Jahren eine kalte und eine warme Vorspeise, eine Hauptspeise und ein Dessert zu bereiten. Das Thema Teich, Acker und Wald, aber wild. Es werden alle aus guten Häusern eingeladen, ne?
weil es hat immer Spitzensieger bis jetzt gegeben. Der Hans-Peter Fink hat den Wettbewerb dreimal gewonnen. Der Jürgen Kleinhappel, der ist heute in der Jury, hat gewonnen. Der Peter Dreusinger hat gewonnen und zuletzt der Rainer Kaufmann. Und wir hoffen, dass wir heute auch wieder einen sehr guten Sieger haben. Eine erlesene Fachjury bewertete die Gerichte nach internationalen Richtlinien. In der Jury mit dabei Lorenz Kumpusch vom Landhauskeller, Dreihaubenkoch Jürgen Kleinhappel, Nobel-Caterer Patrick Spenger und Alexander Hamata, Chefkoch im Steirerhof. Mitglieder des Circle de Chef und Gäste dagegen konnten die Gerichte ganz entspannt genießen. Gastgeber des Bewerbes ist die Landesberufsschule Bad Gleichenberg. Erstens ist es für uns eine Freude, die Leute zu unterstützen, auch in ihrer Ausbildung und ihrer weiteren Karriere zu unterstützen. Für uns natürlich rückwirkend auch eine Symbiose zu sehen, wo ist der Level, wo ist der Trend. Und das inspiriert natürlich auch unsere Fachkräfte wieder, das aufzunehmen und in den Unterricht einfließen zu lassen. Und dann standen die besten Kochkünstler fest. Platz 3 ging an Stefan Leudold, Platz 2 an Marco Gangl und auf dem Siegerstockerl ein bereits erfolgsverwöhnter Thomas Schäfer. Natürlich war die Neugier auf das Erfolgsgeheimnis des Siegers groß. Ja, wieder eine große Erleichterung. Wie gesagt, man arbeitet den ganzen Tag Vollgas und wenn am Ende des Tages so ein Resultat ausschaut, dann ist man natürlich super happy. Sie haben es uns wieder gezeigt. Die jungen Köche aus der Steiermark zaubern aus heimischen Produkten kreativen Hochgenuss. Die Gemeindefusion 2015 bringt viele Änderungen mit sich und wirft auch viele Fragen auf. Wie es künftig gelingt, die Lebensqualität gemeinsam und nachhaltig zu verbessern. Darauf gab es bei der Visionspräsentation in Regensburg eine Antwort. Wenn aus 4 Gemeinden eine wird, steht die Bevölkerung vor vielen Herausforderungen. Im Jänner 2015 wird aus den Gemeinden Regensburg, Kornberg, Lödersdorf und Breitenfeld die Regionsgemeinde Regensburg. Bürgermeister Manfred Reisenhofer zeigte gemeinsam mit Emma Lindl, Bürgermeisterin der Gemeinde Lödersdorf, Johann Buswald, Bürgermeister von Breitenfeld und Josef Nestelberger, Bürgermeister von Kornberg, dass das Projekt gelingen kann, wenn man Windräder anstatt Mauern baut. Visionen gibt es en masse für die zukünftige Großgemeinde. Natürlich müssen wir auch am Boden bleiben, am Boden der Realität. Wir haben viel Arbeit noch vor uns, obwohl wir schon fleißig waren, aber wir haben einen langen Weg vor uns und ja, die Vision ist eine davon und natürlich Nahversorgerzentrum in Regensburg, Gastronomie in Regensburg, großes Thema, immer wieder, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und hoffen, dass das auch in Zukunft weiterhin so super funktioniert. Sobald der Geist auf ein Ziel gerichtet ist, kommt ihm vieles entgegen. Mit dieser Philosophie präsentierte der Regionalentwickler Roman Schmidt das Zukunftsprogramm 2025. Bei der Präsentation der Ergebnisse der Bürgerumfragen konnte gezeigt werden, dass sich Vorstellungen von einem wertschätzenden Miteinander oft decken und sich viele der Wünsche bereits in der Umsetzungsphase befinden. Hier in diesem Raum war heute Abend das Potenzial, diese Regionsgemeinde zu verändern. Weil wir aus der Erfahrung wissen, dass wenn so wie heute hier mehrere hundert Menschen gemeinsam an ein Bild der Zukunft glauben, es zu Hause positiv transportieren, beginnen darüber positiv zu sprechen, dann ist alles das Grundstein gelegt, was es braucht, um eine gute neue Zukunft zu bauen. Das Ziel, die kulinarischste Gemeinde Österreichs zu werden, ist mittlerweile für viele greifbar. Entscheidend dabei ist das Know-how und der Gemeinschaftswille der gesamten Bevölkerung. Dass sie die Bürger in diesen Entwicklungsprozess eingebunden haben, dass sie eine tolle Vision haben, die kulinarischste Gemeinde in Österreich zu werden und dass bei den Versammlungen hunderte von Bürgern an diesem Prozess teilnehmen. Das ist eine, das was besonders hervorsticht. Die Frage, wer den Wert einer Gemeinde bestimmt, kann nach diesem Abend klar beantwortet werden. Wir alle gemeinsam. Und die Vision davon entsteht im Kopf. Perfekt verpackt und nobel präsentiert. So kommt der Wert edler kulinarischer Produkte gleich noch besser zur Geltung.
Müller-Glas mit seinem Standort in Wildon bietet dem Kunden ein derart breites Portfolio an, das keine Wünsche offen lässt. Im Rahmen der Aktionstage wurde das Geheimnis der Produktpalette gelüftet. Was wäre das beste Produkt ohne eine entsprechende und ansprechende Verpackung? Noch viel mehr gilt das für kulinarische Kostbarkeiten wie edle Brände, erlesene Weine, steirisches Kürbiskernöl oder fruchtige Marmeladen. Spezialist für alle Formen der Verpackung ist die Firma Müller-Glas in Wildon. Das Sortiment ist verlockend groß. Geboten wird alles rund um Glas und Flasche, Verschlüsse, Verpackung und Kartons. Bei uns kann wirklich jeder kommen, von der Hausfrau bis zum Direktvermarkter, bis zum größeren Weinbauern. Jeder kann bei uns von einem Stück Glas für ein Konservenglas bis zu einer Ölflasche, bis zu einer Weinflasche einzeln einkaufen. Bei uns direkt im Shop. Natürlich verkaufen wir auch palettenweise, lagenweise oder auch LKW-zugweise diese Produkte. Müller-Glas ist innovativ und geht auch ganz gezielt auf Kundenwünsche ein. Speziell gefertigte Flaschen und Designs sind jederzeit möglich. So ist man ganz besonders stolz darauf, dass in Kürze auch das steirische Kürbiskernöl GGA in den Flaschen von Müller-Glas seinen nussigen Geschmack bestens bewahren kann. Neben dem Hauptsitz in Göttlesbrunn ist Müller-Glas in Langenlois, in Göhr und nun auch in Wildon zu finden. Hier in Wildon sind wir deswegen, weil wir genau mitten in den drei großen Weinbaugebieten sind und für jeden Kunden relativ nahe und schnell zum Erreichen sind. Das traditionelle Familienunternehmen aus Göttlesbrunn in Niederösterreich setzt nicht nur auf ein hochwertiges Produktsortiment, sondern auch auf fundierte Beratung vor Ort. Dabei wird auch auf die ganz speziellen Anforderungen bei der Konservierung sensibler Produkte eingegangen. Auf alle Fälle mal die optimale Beratung, weil wir ja das Produkt kennen. Wir wissen, wo das Produkt herkommt. Wir wissen, wie er es herstellt, wann es beim Kunden ist, für welches Produkt das es geeignet ist und dass die Haltbarkeit der Produkte dann auch gegeben ist. Ja. Müller-Glas Groß Wildon und das ganz leicht erreichbar in der St. Georgener Straße. Seit einem Jahr gibt es sie bereits, die Anlaufstelle nur für Männer. Ich spreche vom sogenannten Männernotruf, wo es für schwierige Lebenssituationen Hilfe und Rat rund um die Uhr gibt. Und was dieses Angebot letztlich so einzigartig macht, das sehen Sie im nächsten Beitrag. Es gibt Situationen im Leben, da scheint es keinen Ausweg mehr zu geben. Gerade in solchen Momenten kann schnelle und anonyme Hilfe im wahrsten Sinne des Wortes überlebenswichtig sein. Eine Anlaufstelle speziell für Männer gibt es nun bereits seit einem Jahr, den Männernotruf. Bei einem Pressegespräch wurde die Bilanz für diesen Zeitraum gezogen und die ist äußerst positiv. Mit unserer Krisenhotline wollen wir Männern eine Möglichkeit geben, sich rund um die Uhr bei Krisen verschiedenster Art sich bei uns Hilfe zu holen. Und weil vor allem wir wollen Männer ermutigen, mehr über ihre Probleme zu sprechen. Studien zeigen, dass also Männer länger brauchen, bis sie über ihre Krisen reden, dass sie aufgrund ihres erlernten Männlichkeitsmusters eher mit Krisen anders umgehen, dass sie sich zurückziehen, dass sie sich mehr isolieren, aber dass es auch zu Gewalttaten dazu dann kommt. Die Krisenhotline soll Männern Mut machen, sich mit ihren Nöten an die geschulten Berater zu wenden. Also wir haben einige sehr akute Fälle gehabt, zum Beispiel 5 akute Suizidandrohungen, die wir dann Gott sei Dank verhindern konnten. Aber es sind die Anrufbreite ist also von einfach das Problem von der Seele reden, bis über Beziehungsprobleme, bis über Hilfe für Söhne und Töchter. Männer ticken anders, denn bis tatsächlich Hilfe geholt wird, dauert es wesentlich länger als bei Frauen. Wir sind von Jugend an mit Sprüchen konfrontiert gewesen, ein Indianer kennt keinen Schmerz, ein Bub weint nicht, ein Mann macht das selbst, ein richtiger Mann kann das alles allein. Und aus dem Grund war auch in der Öffentlichkeit nie die Notwendigkeit so klar zu sehen. Es hat sich sehr, sehr vieles im
Untergrund unter Anführungszeichen abgespielt. Man hat gewusst, da gibt es Probleme, aber Frauen sind Gott sei Dank viel früher an die Öffentlichkeit gegangen. Männer sind noch immer nicht dazu bereit, in der Öffentlichkeit zu sagen, auch wir haben Probleme. Und es gibt sehr, sehr wenige Männerhilfsstellen, Männerberatungsstellen im Vergleich dazu. Gott sei Dank gibt es mehr für Frauen im Vergleich, also zu Frauenhilfsstellen. Hauptsächliches Ziel ist eine Erstberatung bei Krisen aller Art. Zudem werden auch weitere Kontaktstellen genannt und vermittelt. Auch wenn sich Männer am besten mit Männern aussprechen. Es gibt auch eine Frau im Team. Und meine Aufgabe ist vornehmlich Administration, die statistische Erfassung und alles, was halt zu einem Büro und so einem Betrieb dazu gehört. Und nur in Notfällen würde ich einen um Hilfe suchenden Mann auch rückrufen, wenn er unbedingt mit einer Frau sprechen möchte. Der Männernotruf Steiermark ist kostenlos rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr erreichbar. Jetzt schalten wir in eine kurze Werbepause. Aber gleich im Anschluss geht's weiter mit einer neuen Folge von Schnell gefragt und auf Schleichwegen unterwegs. Bleiben Sie dran! Das Autohaus Fink in Gnas ist Ihr Ansprechpartner in Sachen Automobile. Ab sofort bekommen Sie hier auch die neuen Skoda-Modelle präsentiert. Der moderne Schauraum lädt Sie ein zum Erkunden und Entdecken und das kompetente Team ist für Sie da. Das Autohaus Fink in Gnas, Ihr neuer Skoda-Partner. Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.autofink.at. Beim Vulkanlandmarkt in Bad Gleichenberg präsentieren regionale Produzenten eine bunte Vielfalt an Spezialitäten und Kunsthandwerk. Der neue Erlebnismarkt für jedermann lädt mit Live-Musik zum Verkosten, Vergleichen und Mitnehmen der besten regionalen Produkte ein. Bis einschließlich 14. November haben Sie jeden Freitag von 16 bis 19 Uhr die Gelegenheit, den Vulkanlandmarkt am Hauptplatz in Bad Gleichenberg zu besuchen. Die Ballsaison beginnt und der Lions Club Feldbach lädt auch heuer wieder zu einer unvergesslichen Ballnacht. Getreu dem Motto Rendezvous mit den Swinging 70s, seien Sie herzlich eingeladen, zum Lions Ball am 15. November ins Zentrum Feldbach zu kommen und eine Nacht der besonderen Art zu erleben. Akustik, Poprock vom Feinsten ist angesagt, wenn die vierköpfige Band X4s zu einem stimmungsvollen Konzertabend lädt. Am Samstag, dem 22. November um 20 Uhr ist es soweit, wenn sie in der Begegnungshalle Gosdorf ihr Programm zum Besten geben. Also X4s live im Konzert, auch mit ausgewählten Gastmusikern am 22. November in Gosdorf. Mit der Mediabox können Sie einfach und bequem die aktuelle Sendung sehen und gleichzeitig eine Vielzahl von Internetaktivitäten nutzen. Die VulkanTV Mediabox und weitere Informationen dazu erhalten Sie bei den eingeblendeten Geschäften. Richtig animierende Werbung braucht viele Werbeseiten oder digitale Werbespots. Top-Video-Werbung mit Impact-Display-Werbung. Infos unter www.im-pakt.at. Am 31. Oktober war wieder das große Gruseln angesagt. Es ist die Nacht von Halloween und auch in unserer Region erfreuen sich Halloween-Maskierungen immer größerer Beliebtheit. Und aus diesem Grund haben wir in dieser Woche eine schaurig schöne Umfrage für Sie vorbereitet. Was macht der Reiz am Grusel für Sie aus? Es ist schwer zu sagen. Also man kann es nur einmal im Jahr so herrichten. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Wahrscheinlich die Dunkelheit und das mit
das Seriöse daran, dass sich jeder verkleidet und jeder mal sein kann, was er wahrscheinlich in Wirklichkeit gern sein würde. Dass man sich dann so wie an Karneval wenigstens mal verkleiden kann und dass man mal anders rumläuft als alltäglich. Ich kann nicht sagen, ehrlich gesagt, es ist einfach nur witzig. Du kannst dich verkleiden, wie du willst. Auf die Nacht darf ein guter Film. Ja, weil es mehr oder weniger wie Fasching ist. Man kann sich einfach anziehen, wie man will. Und ja, bin viel und so weiter. Was der Grusel ist. Also mich reizt eigentlich erst richtig dann, wenn es heiß sauber geht. Das heißt, wenn ich irgendwo was sehe, mit meinen Spiegelieraugen. Ebenso wie heute der Tag ist mit Halloween auch. Einfach nicht gewöhnlich und mal umlaufen, ein bisschen was machen für sich selber. Ich weiß, das sind einfach die. Mir reizen zum Beispiel die paranormalen Sachen und das alles. Also, mir hat der Reiz ausgemacht wegen Walking Dead, dass mir wirklich so als wie aus einem Zombie verkleidet. Ja, also, man kann sich verkleiden und man kann mal eine Nacht mal anders sein. Das ist ja so, man kann auch die Augen haben. Ja, eigentlich wollte ich nur fortgehen. Stellen Sie sich vor, Sie wachen auf und rundherum sind nur noch Zombies. Was würden Sie tun? Ja, es kommt davon, wo ich aufwache einmal. Und ob die Familie voll ist mit Zombies. Aber ich glaube, ich darf mich verschanzen irgendwo und dann irgendwann noch Überlebende suchen und... Kartenspielen. Mich verteidigen wahrscheinlich. Oder versuchen in der Masse untergehen, keine Ahnung. Mir eine Waffe schnappen und da durchmähen. Ich würde als erstes mal schauen, wie es meiner Familie geht und wie meine Freunde gehen. Falls der infiziert sind, kann ich nichts machen. Ich muss ja auch irgendwie überleben, oder? Deswegen würde ich mal als erstes mal Waffen holen, mir irgendwo einbunkern und schauen, dass ich irgendwie überlebe. Fortlaufen. Boah, schreiend wegrennen, glaube ich. Oder ich passe dazu, das kann auch sein. Würde ich mich vielleicht sogar wohlfühlen. Wenn mir das passiert, dann greifen wir mal erstes auf die Augen und würde zweimal rein. Also ich würde weglaufen. Ich habe jetzt Spritzer angefangen. Also ich würde weglaufen und mich verstecken. Nein, ich würde mit Waffen schießen. Nein, ich nicht. Wie schon? So eine Zombie-Apokalypse wäre schon cool. Ich glaube, ich würde weglaufen. Ja, weglaufen halt. Vielleicht hat er ins Gesicht, aber vor Panik hat er, glaube ich, davonlaufen. Ja. Wir sind Zwillinge, wir haben beide die gleiche Meinung, also von dem her. Das kann ich so gar nicht sagen. Das müssen die live sehen, ich weiß nicht. Mit sein Reden. Nein, weglaufen wahrscheinlich. Was ich machen würde, ich würde mich einfach wehren dagegen. Lass mich nicht beißen. Regional und einzigartig. Genau das ist auf Schleichwegen unterwegs. Und für Sie gibt es eine neue Folge mit Professor Hans Schleich zu sehen. Ich bin heute in St. Stephan in Rosenthal bei Josef Hödl, ein Radiosammler. Seit wann sammelst du überhaupt? Ja, seit ca. 20 Jahren habe ich den ersten Heimtraum und mittlerweile sind schon ca. 180 Radio. Und die hast du alle da in deinem Kölner Museum oder Archiv untergebracht? Ja, die sind ziemlich alle da drinnen. Die sind aber nicht in einer Reihe hingestellt, sondern die hast du hintereinander sogar. Da sind drei, vier, fünf Jahre hintereinander, übereinander. Der Platz ist halt ein bisschen eingeschränkt, aber es macht mir Freude. Und der älteste Radio, den du hast? Ja, das ist ca. Baujahr 1938. Den haben wir da uns hergerichtet schon. Also das ist ein 38er Jahr. Der hat ein Bakelitgehäuse, gell? Das ist ein Bakelitgehäuse, ja. Und kann man da drehen auch noch? Kann man alles drehen. Aha, der funktioniert da alles super. Das ist mir jetzt da kann ich jetzt den Sender einstellen, gell? Ja, da kann man den Sender suchen.
Das ist das sogenannte Sendersuchlaufwerk, aber händisch zu betreiben. Alles händisch, längst die Lautstärken und dann ist das schon alles gewesen bei dem Radio. Und das ist was für ein Modell? Das ist. Ja, das ist nicht ganz richtig zugeordnet. Es ist eine Bemerkung drauf von Feld, aber kann man nicht. Also Lizenz. Ein Lizenzbau. VÖT. Das ist ein Lizenzbau. Und ein ganz interessantes Gerät sehe ich da hinter dir. Das ja, ist das sogenannte Volksempfänger. Das ist ein Volksempfänger von 1941. Hat sehr wenig innen drinnen. Man kann das auch. Kann man das einmal anschauen, wie das innen drin anschaut? Das ist ein Innenlehm. Der hat faktisch drei Röhren, ein Lautstärkenregler. Ein Sendersuchlauf. Und wenn man da so dreht, sieht man das, wie das da aufkommt. Das ist der Sendersuchlauf, ja, gell? Das ist der Sendersuchlauf. Und Lautstärkenregelung. Lautstärkenregel, das ist noch eine Feinabstimmung. Der Lautsprecher fehlt natürlich. Aber das ist das Ganze. Also es ist nicht mehr, da ist es zum Einschalten gewesen, ja, ne? Das ganze Innenleiter. Und mit dem hat man empfangen. Ja. Eben dieser Volksempfänger hatte den Sinn gehabt, der ist in 1933 in Deutschland von den Nationalsozialisten entwickelt worden und als Propagandazwecke hat man geglaubt, dass jeder Haushalt soll so einen Volksempfänger haben, dass man alles hört, was diese Nationalsozialisten an Unsinn verbreiten, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Ja, gut, dass diese Zeit vorbei ist. Natürlich auch immer überall das Propagandazeichen drauf, eben das Hakenkreuz mit dem Adler. Was hast du denn da für einen Stein nehmen? Geht der noch? Ja, völlig. Das sind von meinen 180 Radien, funktionieren circa die Hälfte, sind betriebsbereit. Wenn man es einschaltet, dauert es ein bisschen, bis sie die Röhren aufharzen. Mein Opa hat den gleichen gehabt, muss ich sagen. Ja. Können wir gleich probieren. Du schaust auf UKW, also Ultrakurzwelle. Ja, da haben wir noch einen Empfang, die ganzen Sender. Und die Ultrakurzwelle, müssen wir dazu sagen, ist nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt worden. Ja, vorher waren die Kurzwelle, die Mittelwelle. Mittlerweile sind die Röhren aufgeheizt, sie sind warm und er fängt zum Spülen an. Kann ich da jetzt da? Ja, da kann man einen Sender verstellen. Da ist eben, wie heißt das Auge? Das ist das magische Auge. Das verändert sich, wenn der Sender scharf drinnen ist, sollte der Balken zusammen sein. Na, da haben wir gleich eine super Nummer zum Hören. Da sieht man das magische Auge, das ist interessant. Je näher das zusammengeht, desto besser ist der Empfang, glaube ich. Ja, ja. Den integrierten Plattenspieler. Da ist ein Plattenspieler drinnen und der geht auch noch. Der funktioniert auch. Also könnte man da eine Platten jetzt auch noch anhören? Wäre möglich, ja. Machen wir es uns an. So, und jetzt werden wir halt eine Platten auflegen, ne, dass wir den Plattenspieler auch können essen. Da haben wir ein paar alte Platten. Was hast du denn dafür? Ne? Ein Andy Borg. Andy Borg. Pass auf, ich nehme auch eine aus. Ja, wir mal schauen, was du da noch hast. Ja, das ist witzig. Das Naturbräulied. Was ist denn das? Es gibt in Österreich zwei Möglichkeiten, Bier zu brauen. Und das ist ein Lied. Das ist ein Lied, ja. Können wir auch probieren, ne? Ja, probieren wir mal im Borg. Und schauen wir. Super. Das ist ja der den Musikantenstadl jetzt leitet, gell? So, ist das richtig? Ja, und dann spielen wir den Gösser. Dann können wir anspielen. Naturbräulied. Naturbräulied. Das ist ein automatischer Wechsler, ja. Automatischer Wechsler, gell? Jetzt müssen wir den Radio ausschalten. Jetzt ist der Plattenspieler bereit. Dann kann man da auf Automatik schalten. Das eiert aber ganz schön. Und der Platten fällt runter. Hat er jetzt schon bessere Qualität? Ja. Da war er noch schlank. Ja, schlank und jung. Ja. Hast du etwas, das reizt mich? Doch das ist
sogar beim Radio kann man die Lautsprecher links, rechts schalten. Eine Feinabstimmung oder einer drauf. Also der Radio hat schon ziemlich alles gehabt. Er hat schon ziemlich viel, ja. Was den modernen Geräten entspricht. Ja. Das heißt in 50er Jahren, also doch ein gewisses Alter auch schon buckelt. Also der ist 60 Jahre alt, der Radio. Ja. So, jetzt haben wir die Platten fertig gespielt. Jetzt können wir den ausschalten. Jetzt wird beendet. Interessant ist auch dieser Musikschrank. Dieser Musikschrank, ja. Schauen wir nochmal näher an. Warte, ja, drehen wir noch ein bisschen. Bisschen. So, wie funktioniert das? Was hast du alles drinnen? Das ist im Oberteil ist der Radio. Im mittleren Teil ist ein Plattenspüler integriert. Und darunter? Im unteren Bereich ist dann der Lautsprecher. Also das war schon ein bisschen ein nobleres Stück. Ja, das haben wir als Möbelstück schon in die Wohnung gestellt. Ist leider nicht betriebsbereit, ist noch zum Restaurieren. Da hat er schon ein bisschen Platz gebraucht in einer kleinen Wohnung, glaube ich. Gell? Und das hat auch dementsprechend schon mehr gekostet. Ja, hat sicher schon mehr gekostet. Wollten viele nachher nicht haben mit der kleinen Wohnung, weil es wieder viel Platz gebraucht hat. Und wenn wir uns jetzt da zu deiner Sammlerwand drehen, Zertig, aus was für Zeit ist der? Ja, der ist auch ca. 37er, 38er Baujahr, bis 45 ist nicht genau zugeordnet. Aber er ist ein schönes Gerät, glaube ich. Ja, der ist wunderschön, ist restauriert. Und wenn wir weiter zurückgehen, Bellafon, Kapsch. Ja, ist ein interessantes Gerät. Da ist auch ein interessantes Gerät. Kannst du das runternehmen? Ist auch ein Bakelitgehäuse, trotzdem sehr alt. Auch alles funktionsfähig, ja, sehe ich da. Dreht sich alles. Also den könnte man einschalten auch. Könnte man einschalten, ja. Aber mit einem Empfang tut man es ein bisschen hart. Im Keller hast du wahrscheinlich sowieso ein bisschen schlechter. Ist sowieso ein schlechter Empfang da drinnen, ja. Müsste man eine Antenne machen, eine gute mit 7 Meter Breite. Gibt es eine spezielle Antenne dazu. Mhm. Aber es ist halt wieder aufwendig dann. Ja, ich glaube, das ist ein ganz interessanter Einblick in deine Sammlung. Dankeschön, dass du uns das einmal gezeigt hast. Ja. Und viel Sammlererfolg auch in Zukunft, gell? Ja, gut. Gut. Dankeschön. Grüß dich. Servus. Dankeschön fürs Zusehen. Wir wünschen Ihnen noch eine angenehme Woche und laden Sie ein, auch das nächste Mal wieder bei Vulkan TV reinzuschauen. Auf Wiedersehen.